da sieht man schon deutlich das gute Bild, dass eben die Farben kräftig dargestellt werden und der Dynamikumfang gut dargestellt wird. Beinahe komplett entsättigt oder mit einem starken Grünstich und mit mehr Schneegestöber, als man sich's vorstellen will. Also starken Bildrauschen. Das macht keinen Spaß. Das macht keinen Spaß. Dass es beim Downhill oder bei anderen Sportarten derartig lässige Bilder gibt, für das braucht es eine gute Actioncam. Kassensturz hat 5 von den meistverkauften Actioncams ins Labor geschickt. Im Preis bewegen sie sich zwischen 30 Franken und 480 Franken. Das Labor, wo die Actioncams für Kassensturz testet, heisst Müller BBM. Wir sind jetzt in Nürnberg und ich treffe hier den Jonas Fischer. Jetzt ein Sportler, per Du, den Magnus. Gerne, ich bin der Jonas. Ja, Praxistests ist notwendig, um unsere Labormessungen mit echten Bildern auch zu unterfüttern und zu schauen, ob das auch alles so stimmt, was wir da gemessen haben. Und wir wollen das verifizieren, dass das im echten Leben, im echten Einsatz dann auch so ist, dass die Bildqualität, die wir hier in den Laboruntersuchungen rausbekommen, dann auch dem entspricht, wie es im echten Leben wäre. Und ins Labor gehen wir jetzt. Bis gleich. Und da sind wir im Testlabor. Der Jonas Fischer ist schon bereit und hat alles schon vorbereitet, dass es standardisiert abgehen kann. Lass uns anfangen, oder? Genau, wir müssen noch das Licht anmachen. Perfekt. Unsere 5 Actioncams, die liegen bereit, ganz klar. Das Testkriterium Nummer 1 ist Bildqualität. Jonas Fischer, bei dieser Teststation, was wird hier getestet? Hier in diesem Test untersuchen wir eben, wie die Kameras die Farben wiedergeben können, wie sie mit hohem Dynamikumfang umgehen, also wie der Kontrast dann später aussieht, aber auch Bewegungen, beispielsweise durch das Schwenken der Kamera, ob es da irgendwelche Verwacklungen gibt oder auch bewegte Bildinhalte, wie die Kamera damit zurechtkommt. Let's do the action. Sehr gerne. Starten wir, oder? Läuft. Die Puppe, die sich bewegt, haben wir drinnen, weil manche Geräte haben eine Art Gesichtserkennung, um den Fokus zu verändern oder auch um die Belichtung anzupassen. Es gibt da auch Rauschunterdrückung bei den Kameras und das ist immer so ein Abwägen der Hersteller, wie viel unterdrückt man dieses Rauschen, weil dadurch dann auch Details verloren gehen können. Auf Touch basiert kann man eben verschiedene Bildwinkel schnell einstellen. Die Bedienung muss gut sein, weil wenn man das Gerät tagtäglich in der Hand hat, dann sollte das einigermaßen einfach von der Hand gehen. Und wenn man sich zum Einrichten der Kamera erstmal ärgern muss, dann ist das natürlich sehr ärgerlich. Ja. Worin sie sich auch unterscheiden, ist die Akkulaufzeit. Auch da die Spannbreite in diesem Test riesig. Von einer halben Stunde bis zu? Man bewegt sich ungefähr so zwischen halben Stunde bis eineinhalb Stunden. Wir können hier die Actioncams einspannen und haben hier einen Testaufbau, um die Stabilisierungen der Kameras zu untersuchen. Wir haben hier verschiedene Achsen, auf denen Bewegungen, Schwankungen, Tremor wie bei einer Hand simuliert werden kann. Und wir können da ganz objektiv alle Kameras nacheinander untersuchen. Ah, das ist krass, wirklich. Ja. Hier sieht man den Unterschied. Die Stabilisierung bei den Kameras funktioniert, indem einfach das Bild ein bisschen beschnitten wird. Dadurch haben sie einfach Spielraum, die Wackler nach links und rechts auszugleichen. Und oben und unten. Natürlich, genau. Actioncam-Test im Bild. Nicht ganz unwesentlich ist aber auch der Ton bei so Actioncam. Ah! Akustikraum. Hier geschieht's mit dem Ton. Genau, richtig. Wir bringen dazu hier die Kameras zwischen den Lautsprechern an. Die Lautsprecher geben dann ein Testsignal wieder. Die Mikrofone von Actioncams nehmen das auf und das ermöglicht uns dann, das im Nachhinein zu bewerten. Da kommt es dann auf so Sachen an, ob Verzerrungen auftreten, wenn es recht laut wird oder ob sich es vielleicht dumpf anhört. Mhm. Und wenn du willst, können wir gleich mal so ein Testsignal starten. Unbedingt. Hier haben wir ein recht leises Sprachsignal und darauf folgen wird ein Musiksignal kommen, bei dem dann die Lautstärke
mehr und mehr ansteigt. Und dann kann es vorkommen, dass manche Geräte mit ihren Mikrofonen da nicht mitkommen und zu verzerren anfangen. Und das hört sich natürlich ganz furchtbar an und will man vermeiden. Und wie die 5 Action-Cam im Kassensturztest abgeschnitten haben, das gehen wir jetzt schauen. Hier jetzt die Bewertung auf dem großen Bildschirm. Das ist jetzt aus dem Test die Aufnahmen bei hellem Licht. Genau, richtig. Und da sieht man schon deutlich das gute Bild, dass eben die Farben kräftig dargestellt werden und der Dynamikumfang gut dargestellt wird, ohne dass jetzt die hellen Bereiche zu sehr ausgefressen sind. Als nächste Kamera dann unser negativer Spitzenreiter sein. Hier die beinahe komplett entsättigt oder mit einem starken Grünstich und mit mehr Schneegestöber, als man sich vorstellen will. Also starken Bildrauschen. Das macht keinen Spaß. Das macht keinen Spaß. Testverlierer beim Actioncam vom Kassensturz ist Trolley Actioncam 372. Gekauft bei Fusch für 29,95 exklusiv SD-Card. Ungenügende Bewertung, Note 2,6. Jonas, was ist an dieser alles nicht gut? So ziemlich alles ist schlecht an dieser Kamera. Die Bildqualität, sowohl bei heller Umgebung als auch bei dunkler Umgebung, rauscht sehr stark. Es gibt keine Bildstabilisierung, das heißt, bei Bewegung wackelt alles. Ton ist mono und es gibt auch keinen Touchscreen, das heißt, die Bedienung ist auch nicht so toll. Was die Herstellerin, was Rolei da dazu sagt, zu diesen Testresultaten, das kannst du da unten in der Beschreibung lesen. Platz Nummer 4 für DJI Osmo Action 4, gekauft beim Mediamarkt für 485,95, Note 4,3. Das gibt es genügend. Warum nur in Anführungszeichen für die DJI eine genügende Bewertung? An was liegt das? Die DJI hätte eigentlich die beste Bildqualität in diesem Test. Sie hat eine sehr gute Bildqualität. Allerdings neigt sie zum Überhitzen. Es hat teilweise nach einer halben Stunde hitzebedingt abgeschaltet, obwohl eigentlich noch Restakku da wäre und muss dann erstmal abkühlen, bevor man das Aufnehmen wieder beginnen kann. Was DJI zu dem Testresultat sagt, all das in der Beschreibung da unten. Platz Nummer 3 für Lamax W10.1, gekauft bei konrad.ch für 245,95 Franken. Eine genügende Bewertung, 4,6. Vor allem der Ton, der nicht überzeugt hat. Ja, die ist im Test am schlechtesten abgeschnitten, in der Tonuntersuchung. Es hat auch wieder nur Mono-Aufnahme und es verzerrt sehr schnell. Das Bild ist Durchschnitt. Mehr kann man zu der Kamera eigentlich nicht sagen. Es ist relativ unspektakulär, aber hat immerhin ein Touch-Display. Auch hier die Bewertung respektive die Stellungnahme von der Herstellerin unten dran in der Caption. Platz Nummer 2 für diese Kamera hier, das ist die Insta360 One RS, gekauft bei brack.ch für 269 Franken. Es gibt eine genügende Bewertung mit Note 4,7. Was gibt es zu dieser Kamera zu sagen? Die Kamera hat eigentlich auch eine genügende Bildqualität, Tonqualität ist besser. Touchscreen-Bedienung ist ganz in Ordnung. Es ist natürlich ein sehr kleiner Touchscreen. Das macht es ein bisschen schwieriger. Genügend in Ton und Bild, genau. Der Kassensturz-Testsieger bei den Action-Cams ist GoPro Hero 12 Black. Gekauft bei Melectronics für 429,50 Franken inklusive SD-Karte. Warum ist die Gewinnerin? Die hat gute Noten eigentlich durchgehend. Die hat eine gute Bildqualität, die hat gute Tonqualität, die beste im Test. Und auch die Bedienung ist wirklich einfach durch das Touch-Display. Und man kann eigentlich nichts Schlechtes über die Kamera sagen. Akkulaufzeit ist auch in Ordnung. Der Kassensturz Action Cam Tests. Was hast du für Erfahrungen gemacht mit so Gadgets? Schreib uns doch einen Kommentar da unten rein. Und wenn du interessiert bist an anderen Tech-Gadgets, wir haben schon andere Sachen getestet. Die findest du zum Beispiel hier unten. Oder abonniere doch den Kassensturz-Testkanal gerade jetzt da unten.